Gabi, hör mal. Dreizimmerküche, Bad, 1200 kalt. Weißt du, wo die Alteburger Straße ist? Ja, weiß ich. Sag doch mal. Nee. Wenn du unbedingt weg willst, dann ohne meine Hilfe. Jürgen, was ist denn? Oh mein, was haben die mit dir gemacht? Und wo sind deine Schuhe? Wieso soll das denn jetzt egal sein? Der Max will dir doch bloß helfen. Hallo. Red doch mit ihm. Erst das Geld, dann die Kreditkarten, Videorekorder und so weiter und so weiter. Ja. Also, jetzt erzähl mal. Ich höre. Hingestolpert. Hingefallen. Man hat ihn zusammengeschlagen und ihm seine Turnschuhe abgenommen. Gut, gut. Also kanntest du den Jungen? Oder waren es mehrere? Oder vielleicht sogar Mädchen? Thank you.
Also. Jürgen, der Mann hat dir gerade ein paar Fragen gestellt. Gib ihm bitte eine Antwort. Ja. Ja, sofort. Tut mir leid. Aber wenn er nichts sagen will, vielleicht kommen Sie morgen noch mal vorbei, da haben wir mehr Luft. Aber im Moment... Mann, oh Mann, du. Ich bin mir eben vorgekommen wie so ein Vollidiot. Wieso hast du nur nichts gesagt? Wenn du in irgendwas verwickelt bist, dann kannst du mir das auch sagen. Kann ich dir vielleicht helfen? Ja, wenigstens hat sie ja nicht den Appetit verschlagen. Sag mal, warum willst du eigentlich nicht mit mir reden? Hast du Angst? Hey, wenn man mich so verprügelt hätte wie dich, hätte ich auch Angst. Wenn ich was sage, dann machen die mich fertig. Wie meinst du denn das? Dann töten die mich. Jetzt übertreib mal nicht. Wir sind doch hier nicht in der Bronx. Wir sind ja mitten in Köln. Gesell kriegt. Wir kann man die Fressen fressen. Wer ist denn das? Jetzt merkst du, wie Käse stinkt. Ich esse das Scheiß nicht. Und kapiert deine Mutter das eigentlich? Ich hab's ihr gesagt. Ja, dann sag's ihr nochmal, hast du verstanden? Du hast uns bei den Bullen verpfiffen. Dafür kriegst du derart die Hölle. Von jedem hier. Guten Morgen. Also, wenn die Herrschaften geruhen anzufangen,
festgesetzter Schuss. Halt in die Schläfe. Das sieht nach Selbstmord aus. Wo ist die Waffe? Der Schüler heißt Jürgen Schuster. Er geht in die 8C. Also, ich habe zuerst an Knallkörper gedacht. Bin dann gleich hin. Aber das Schloss von der Klotür ist rausgebrochen. Ach so, ja, das ist schon lange so. Also, ich habe nichts angefasst. Ich habe dann gleich ich habe dann sofort die Polizei angerufen. Da hat niemand was gesehen? Hier ist doch Betrieb. Ja, also zu der Zeit war der Unterricht schon zu Ende. Als der Schuss fiel, waren die meisten Schüler schon draußen. Und Sie haben auch niemanden gesehen, der mit ihm auf der Toilette gewesen sein könnte? Nein. Sie wissen doch überhaupt nicht, was hier los ist. Und was ist hier los? Schauen Sie sich das mal genau an. Überfüllte Klassenzimmer. Ein extrem hoher Ausländeranteil. In manchen Klassen sind die deutschen Schüler deutlich in der Minderzahl. Viele der Eltern habe ich noch nie gesehen. Sie reagieren überhaupt nicht auf Einladungen. Und die Kinder bekämpfen sich gegenseitig. Sogar mit dem Messer. Ach. Was tun Sie dagegen? Warum, glauben Sie, bin ich Lehrer geworden? Kinder auf das Leben vorbereiten. Aber Sie lernen das nicht eher in der Schule. Sie lernen das da draußen. Aber da werden keine menschlichen Werte mehr vermittelt. Da herrscht für die Kinder das Chaos. Und niemand schützt sie. Nein, so ist es nicht. Gut, ich meine, es stimmt natürlich hier. Es sind Kinder, die kommen aus schwierigen Verhältnissen, viele Kinder. Und sie sind auch an nichts mehr interessiert. Und gerade deshalb brauchen sie aber unsere Zuwendung, Hilfe. Unsere Hilfe. Die Kollegin ist noch neu hier. Gott erhalte ihr ihren Glauben. Ich habe ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Sie wird gleich schlafen. Da hat sie jetzt ein bisschen Ruhe. Aber das Aufwachen wird schrecklich sein, oder? Tja. Danke. Was machst du denn hier? Ich habe Urlaub, ich arbeite heute nicht. Ich weiß. Ist irgendwas? Du kannst doch bestimmt den kleinen Jürgen. Ja. Man hat ihn auf der Schultoilette gefunden, tot.
Der wurde verprügelt und der hat nicht gesagt, von wem. Der hat sich nicht getraut. Aus Angst. Aus Angst, dass sie ihn töten. Töten? Wem hat er das gesagt? Ich habe ihm nicht geglaubt. Ich habe gesagt, hey, Kleiner, wir sind ja doch nicht in der Bronx. Max, es war Selbstmord. Du hast den Bericht vom Pathologen selber gelesen. Es gibt Schmauchspuren, es ist alles eindeutig. Jetzt hör doch auf, komm. Und wo ist die Waffe? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Das hat doch alles wie eine Hinrichtung ausgesehen. Die haben den Kleinen dazu gezwungen, sich zu erschießen. Max, ich verstehe dich total. Aber hast du nicht das Gefühl, dass sich da ein bisschen verrennst? Wir haben anderes zu tun. Wir haben keine Zeit, ja? Wolltest du das gerade sagen? Wir haben keine Zeit? Niemals hat jemand für diesen kleinen Jungen Zeit gehabt. Sein ganzes kurzes, verschissenes Leben lang. Seine Mutter hat immer gearbeitet. Sein Vater hat sich verpisst, als er zur Welt gekommen ist. Die Lehrer hatten keine Zeit. Die Kollegen auf dem Revier, die hatten nicht mal Zeit, eine Anzeige aufzunehmen. Max, hey, vielleicht kann er ja jetzt, wo er tot ist, ein bisschen Zeit von unserer Zeit in Anspruch nehmen, ja? Ein ganz kleines bisschen, so ein bisschen. Die Wunden sind aber versorgt worden. Einige ältere Blessuren schon länger verheilt. Er ist nicht nur unmittelbar vor seinem Tod geschlagen worden? Das glaube ich nicht. Rote, blaue, gelb, grüne Hämatome, die ganze Palette. Ein runder Brandfleck an seiner Brust. Das sieht aus, als wäre da eine Zigarette ausgedrückt worden. Glatter Durchschuss, 9 mm. Das Projektil haben wir gleich bei Overnight Courier an das LKA geschickt. Die Kleidung ist bei der Fasertante. Es gibt außerdem Anzeichen für Nahrungsaufnahme etwa 14 Stunden vor seinem Tod. Hamburger. Hamburger. Und eine doppelte Portion Pommes. Mit Ketchup. Der Jürgen war euer Klassenkamerad. Und irgendwer hat ihn vermutlich erschossen. Hier auf der Toilette. Und ich will den finden, der das getan hat. Vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen. Wisst ihr, ob jemand Streit mit Jürgen hatte? Wo hat er denn gesessen? Da, neben Danny. Hier neben dir hat er gesessen? Wart ihr dann befreundet? Danny, ihr habt euch doch öfter gesehen. Nein. Nein, wir waren keine Freunde. Aber wenn man so nebeneinander sitzt, da erzählt man sich doch was, oder nicht? Der Jürgen ist zusammengeschlagen worden am Tag vor seinem Tod. Weiß da irgendjemand was drüber? Man hat ihm seine Turnschuhe abgenommen. Frag doch mal die Türken. Pass bloß auf, Arschloch. Wartet ihr Streit? Ja, aber noch Scheiße. Nein. Freunde, hier geht's nicht um eine kleine Schlägerei. Hier geht es um Mord. Haben Sie ein bisschen Papier, Frau Badoer? Ja, bitte. Da ihr ja nicht reden könnt oder wollt, schlage ich vor, jeder schreibt mal auf, was ihm zu Jürgen so einfällt oder was er vermutet. Jede Kleinigkeit kann da wichtig sein. Ziemlich angespanntes Verhältnis zwischen den deutschen und türkischen Schülern, oder? Ja, das haben Sie ja gemerkt. Ich habe das bis jetzt nicht überbewertet, aber etwas anderes macht mir doch größere Sorgen. Bitte kommen Sie doch mit. Ehemalige Schüler, arbeitslos, die hängen mal draußen vor der Schule rum. Ich zeig's Ihnen. Sehen Sie? Der da. Wie heißt der Mann? Johannes Schmitz. Büro Max Böllhoff, Anja, guten Tag. Ja, Frau Anja, schauen Sie doch mal, ob wir was im Computer haben über einen gewissen Schmitz Johannes. Circa 18, 19 Jahre alt. Kleiner Augenblick, Herr Schenk. Frau Anja, auch wenn das Ihr erster Tag bei uns ist, bitte, ich höre. 1992, da war er 11.
ist er in Häuser eingestiegen, Wohnungseinbrüche, ebenso mit 18. Und dann Raubüberfälle, schwerer Diebstahl und Körperverletzung. Ja, das reicht erstmal. Dann würde ich mal zu uns einladen. Tschüss. Was ist eigentlich mit diesem kleinen rothaarigen Jungen? Gar nicht. Die ärgern ihn immer. Weswegen? Er ist anders. Wie anders? Andersrum? Nein. Er ist einer von den Jungen, die aus besseren Verhältnissen kommen. Frau Badura, schicken Sie mir noch mal diese beiden türkischen Jungs raus. Sie meinen Ali und Kuma? Sicher. Ihr prügelt euch mit den Deutschen aus der Klasse? Vor der Schule ist Krieg. Türken gegen Deutsche. Wo seid ihr geboren? In Köln? Soweit ich weiß, ist Köln nicht in der Türkei. Also für mich seid ihr auch Deutsche. Also was ist jetzt mit Jürgen? Der war harmlos. Aber die haben Freunde. Die stehen vor der Schule. Max, du musst jetzt mal aufhören, dir Vorwürfe zu machen. Freddy, ich habe da gesessen und nicht auf Jürgen gehört. Ja, was hättest du denn tun sollen? Du hast versucht, ihm zu helfen. Hier, die Aussagen seiner Mitschüler. Sehr gut. Hey, Moment mal. Das darf doch nicht wahr sein. Doch. Die haben alle Angst. An die kommt man nicht ran. Aber wer schweigt, der weiß doch was. Eine Möglichkeit haben wir, eine Chance. Auf. Das ist also der Neue, was? Hoffentlich ist er nicht so ein Verräterschwein wie Jürgen eins war. Setzen. Du bist doch ein echter Kerl. Oder hast du Angst? Du kriegst doch Kohle dafür. Ist der taubstumm oder was? Hey, sprichst du überhaupt Deutsch oder bist du ein Türke? Nein, nein, ich bin kein Türke. Na, geht doch. Dann kann ja aus dir noch richtig was werden. Er ist nicht nur verprügelt worden. Er ist gequält worden. Und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Auf dem Weg zur Schule oder hier? Hier in ihrer Schule. Die Mutter war deswegen schon hier. Ich habe doch schon mit ihrem Kollegen gesprochen. Aber ohne Erfolg. Aber ich werde schon rauskriegen, was hier passiert ist. Ich helfe Ihnen so gut ich kann. Das ist gut. Sagen Sie, Ihr Sportlehrer ist krank, richtig? Ja, das stimmt.
Seit einigen Wochen schon. Er ist mit den Nerven fertig. Morgen. Ich bin Max Ballauf und ich bin vorläufig euer neuer Sportlehrer. Max Ballermann. Wieso lungerst denn du immer vor der Schule rum? Ist das verboten? Nee. Ich frage mich nur, warum du dich am liebsten mit Kindern abgibst. Noch nie was von Gewalt an der Schule gehört, was? Ihr seid ja nicht da, wenn's brennt. Also beschütze ich die Kids. Oh, danke. Was täten wir bloß, wenn es so Leute wie dich nicht gäbe? Bei Jürgen war es ja ein bisschen zu spät, oder? Du hast Jürgen gekannt. War so ein Stiller. Hat ziemlich unter den Kanacken gelitten. Was soll das heißen? Die haben ihn aufgemischt. Mensch, ihr habt ja nicht mal mitgekriegt, dass an dieser Schule die türkischen Dealer ein- und ausgehen. Wo warst du am Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr? Bitte genau. Auf dem Arbeitsamt. Hast du da Zeugen? Jede Menge. Laufen ziemlich viele Leute da rum. Hör auf zu labern, deinen Arbeitsvermittler. Frau Richter. Nette Frau, hat alles, was man sich wünscht. Nur keine Arbeit für mich. Ich werde das überprüfen und wehe dir. Du kannst jetzt abhauen. Ganz kurz für eine Unterschrift. Einen Moment, einen Moment. Hey Jungs, hey, ganz kurz zuhören, ja? Ich gehe mal eben rüber ins Lehrerzimmer. In der Zwischenzeit könnt ihr hier weiterspielen. Hey, ihr da hinten, ihr macht jetzt nicht so einen Scheiß. Ich bin gleich wieder da, ja? Hör mal zu, mein Lieber, bist du am Dealen? Kommst du auf so einen Scheiß? Dann nimmst du das Zeug selber. Quatsch, wissen Sie, wie viel sowas kostet? Was ist das? Woher soll ich das wissen? Hab ich eben aus deiner Hosentasche gezogen. Wer gibt denn eigentlich in meine Hosentasche rumzuwühlen? Ist das ein Bulle oder was? Ich hab dich gerade was gefragt, woher kommt das Zeug? Hat bestimmt jemand in meine Hosentasche reingesteckt, um uns Türken schlecht zu machen. Das ist nicht deins. Nein, hab ich schon gesagt. Na gut, dann ist jetzt meins. Nein!
Dich kriegen wir auch noch. Rache. Messer her. Komm, Messer her. Hey. Mir tippt doch nicht ganz frisch, hier mit dem Messer aufeinander loszugehen. Der scheiß Türke hat mir 20 Mark geklaut. Der hat Hurensohn zu mir gesagt. Weil er klaut. Ey, guck doch mal hier. Da liegt er doch, dieser 20-Mark-Schein. Müsst ihr nur mal die Augen aufmachen. Hä? So, und jetzt hört mir mal zu. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Welche wollt ihr zuerst hören? Die gute natürlich. Steckt dir dein Schlechter in den Arsch. Okay, gute zuerst. Ich habe eine richtig gute Fußballmannschaft für euch als Gegner. Und die schlechte? Die Jungs sind besser als ihr. Wesentlich besser. Ihr müsst euch richtig anstrengen. Messer behalte ich. Hier, kannst du ein neues kaufen. Hey! Wieso ziehst du nicht auf dem Scheißhaus um? Für Schwule ist hier verboten. Los! Du kannst dir gar nicht vorstellen, was die Jungs so alles mit sich schleppen. Schlachringe, Wurfsterne, Klappmesser und sowas hier. Habe ich bei so einem jungen Türken aus der Tasche gefischt. Kokain, ne? Ja, 4 Gramm. Was hat das mit Jürgen zu tun? Weiß ich nicht, will ich doch gerade rausfinden. Meinst du, dass der kleine Jürgen was mit Drogen? Wenn ihr mir diese Frage vor einer Woche gestellt hättest, hätte ich dich wahrscheinlich für bescheuert erklärt. Aber mittlerweile weiß ich auch nicht mehr. Weißt du, was ich nicht verstehe? Hm? Wie einer, der so aussieht wie du, so hübsche Töchter haben kann. Weißt du, Hakan, was ich nicht verstehe, ist, dass einer, der so aussieht wie du, bei der Kripo überhaupt eine Stelle bekommen konnte. Ich kann es dir erklären, weil ihr ohne mich aufgeschmissen werdet. Also, was gibt's? Kennst du einen Murat Sengül? So circa 14 Jahre alt. Geht auf die Elisabeth-Ursula-Schule. Er und seine Kumpels in der Klasse, die tragen alle so Jacken mit einer stilisierten Faust auf dem Rücken. Die Fighters. Die sind harmlos. Die Fighters, klingt aber anders. Die meisten Türken haben sich organisiert. Türken, was heißt denn Türken, Hakan? Das sind alles kölsche Jungs. Hier in Köln geboren, länger hier als ich. Sind da auch mal Schusswaffen im Spiel? Ja, nee. Die gehen mit den Fäusten aufeinander los. Vielleicht mal ein Baseballschläger oder ein Messer, aber eigentlich nur zur Abschreckung. Es geht um den Jungen, oder? Na, wenn es eine Vergeltungstat war, dann müssen sie vorher einen Türken erwischt haben. Bei diesem Murat ist Rauschgift gefunden worden. Kokain, 4 Gramm. Okay. Ja, Hakan, ich will was über die Hintermänner wissen. Schau doch mal in diesem türkischen Spielclub in der Altstadt. Und wenn ihr euch da allein nicht reintraut, dann ruf mich an. Ja. Tschüss. Hallo, Anja. Grüß dich, Hakan. Hi. Post von Lissi. Mensch, da. Sie schreibt, sie erholt sich blendend ohne euch. Genau hier, die erholt sich bestens. Guck da. Woher kennt der Kerl meine Töchter? Wieso? Sie haben doch selbst der Sonja das Praktikum beim Hakan besorgt. Ich weiß das ganz genau. Ich habe da nämlich auch Urlaubsvertretung gemacht. Frau Anja, da wartet ein Haufen Arbeit auf Sie, ja? Nee, ist klar, Chef. Sie wissen nicht, wo Ihr Sohn hin sein kann? Murat, guter Junge, er will das nie wieder tun. Was nie wieder tun? Was meinen Sie? Balabak, sen burada dikili oturma, git salata balata bir şeyler ya. Haben Sie nur einen Wunsch? Nein? Wenn nicht, dann gehen Sie bitte. Ich glaube, ich kann das hier in Ruhe aufessen.
Wir müssen Murat sprechen, dringend. Wo kann er hin sein? Ich weiß es nicht. Sagen Sie ihm, er soll sich melden, sobald er wieder auftaucht. Wäre besser für ihn. Wenn ich ihn sehe. Er ist ein guter Junge. Das sagen alle Mütter über ihre Söhne. Aber wo kann er denn sein? Ich weiß es nicht. Danke. Kommst du da durch? Jürgen hat's doch auch immer gemacht. Passiert. Bin hingefallen. War schon wieder was? Hm? Ich krieg Bauchschmerzen, wenn ich nach Hause komme. Max, guck mal, was ich bei ihm unten im Schrank gefunden habe. Das sind 500 Mark und diesen Brief. Den hat er seinem Vater geschrieben. Ich weiß nichts von dir und du weißt nichts von mir.
Deshalb schreibe ich dir diesen Brief. Ich habe gar nicht gewusst, dass er ihn so vermisst hat. Eigentlich habe ich gar nichts von ihm gewusst, überhaupt nichts. Aber ihr habt doch miteinander geredet. Er hat mich nicht mehr an sich rangelassen. Ich habe schon gespürt, dass er jeden Morgen mit Angst in die Schule geht, aber er wollte nicht drüber reden. Vielleicht habe ich einfach zu wenig Zeit für ihn gehabt. Ja. Jetzt ist es zu spät. Hey. Der hat doch bestimmt gespürt, dass du ihn lieb gehabt hast. Danke. Bist du denn hier reingekommen? Durch die Tür? Ach nee. Sag mal, du weißt, dass es hier die Lehrerkabine ist, ja? Was ist das da für Schüler verboten? Was willst denn du hier? Es geht um Jürgen. Taki hat ihn getötet. Weißt du, was du da gerade behauptet hast? Ich weiß es. Ja, woher denn? Bist du dabei gewesen oder hast du das gesehen? Sie glauben mir nicht. Also, warte doch mal. Das ist ein ungeheuerlicher Verdacht, den du da gerade geäußert hast. Ich meine, natürlich würde ich dir gerne glauben, Taki aber... Taki hat ihn gequält. Alle haben das gewusst. Warum hast du das denn nicht der Polizei erzählt? Weil die anderen dann auch mitgekriegt hätten. Und was dann mit mir passiert wäre, die Bullen sind ja mal erst da, wenn es zu spät ist. Ja, ist ja kein Wunder, wenn ihr den Mund nicht aufmacht. Die haben eben alle Angst. Ich habe auch Angst. Können Sie nicht dafür sorgen, dass Taki bestraft wird? Muss ich mir mal überlegen. Was ist? Ballauf, mein Name. Ich bin der Lehrer von Taki, von Tobias. Lehrer? Ja. Kann ich Tobias mal sprechen? Taki! Taki, kennst du den? Dein Lehrer, ja? Was will er hier? Können wir vielleicht in die Wohnung gehen? Jetzt hast du zu meiner Überraschung gesagt, auf den Maskenball gehst du als Vogelscheuche. Ja, das war mal so eine Idee. Was habt ihr mit Jürgen gemacht? Auf Schweizerdeutsch heißt es dann... Jürgen? Wieso? Ihr habt ihn gequält. Gequält und die Sachen abgenommen. Anderen Kindern auch. Ich hab dich gewarnt! Komm, jetzt hören Sie die ganze Klappe aus! Hey, jetzt hören Sie doch! Ich weiß
gewarnt. Du kriegst die Hölle, das sag ich dir. War das nicht. Das machen die Türken. Türken? Welche Türken? Die Kanaken waren's. Die lauern uns auch vor der Schule und klauen uns immer die Klamotten. Immer die Klamotten? Wieso hast du nichts gesagt? Interessiert doch keinen. Wir sind doch der letzte Dreck. Viel weniger wert als die scheiß Ausländer. Die Kanaken schieben sie in den Arsch. Und kennst du die? Hey, bedrohen die euch, wenn ihr irgendwas sagt? Die wollen uns die Zunge rausschneiden. Die sind alle viel älter als wir und der eine hat so eine Tätowierung auf der Faust. Was denn für eine Tätowierung? Halbmond und Stern. Voll auf dem Knochen. Und damit schlägt er zu. Wer ist das? Ist er bei euch auf der Schule? Ja, er ist schon älter. Weiß nicht, wie der heißt. Hallo. Der hat nichts ausgefressen. Ist gut. Hakan hat mir erklärt, wie das läuft. Die Jungs werden gezwungen, das Rauschgift mit in die Schule zu nehmen, weil die genau wissen, dass wir die Kinder nicht verhaften dürfen, weil sie zu jung sind. Tja, der Murat ist einer von denen, der für die Leute gedealt hat. War es eigentlich schon bei seinen Eltern? Die sind völlig hilflos. Die haben überhaupt keine Ahnung, was in der Schule los ist. Ja, woher denn auch? Hast du eine Ahnung, was an der Schule von deinen Töchtern los ist? Na, die gehen Gott sei Dank aufs Gymnasium. Also, ich habe da noch nichts Negatives gehört. Also, was ich da so alles mitgekriegt habe, wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Und bist du irgendwie weitergekommen? Neues Motiv, neue Spur? Die Nadine, Klassenkameradin von dem Jürgen, du kennst die. Die behauptet ja, dass Tuki der Mörder ist. Und die anderen wüssten das alle. Ach, das halte ich für dummes Gequatsche. Das ist ein junges Mädchen, die will sich bei dir wichtig machen. Na, ich glaube das ja auch nicht. Übrigens war ich bei dem Tuki zu Hause. Wenn du den Vater kennenlernst, dann weißt du alles. Der Junge gibt ja alles so wieder, wie er es zu Hause erlebt. Ach so, und dann noch was. Der Tuki, der hat mir erzählt, dass vor der Schule immer so ein älterer türkischer Junge rumlungert. Mit so einem Tattoo auf der Hand. Und der wird nach Schulschluss immer die Kinder überfallen. Dann nehmen wir uns immer zur Brust. Hakan sagt, die lungern immer in der gleichen Spielhalle rum. Ja, los, komm. Das habe ich schon wieder vergessen. Was suchen wir für ein Tattoo? Das ist ein Halbmond und ein Stern auf den Fingern. Guckst du so? Bist du schwul oder was? Zeig mal deine Hände. Schenk hier, Notarztwagen. Maria Hilfstraße, Ecke Rolandstraße. Nein, wir haben keine Rauschgift und auch keine Waffen. Sonja, ich bin's. Bist du da?
Wenn du da bist, gehst du sofort ans Telefon auf und Mama. Sag mir was zu dem Jungen. Der hat scheiß Türke zu uns gesagt. Ach, guck mal an, der hat scheiß Türke zu euch gesagt. Hör mir mal zu, ihr habt den verdroschen und die Turnschuhe abgenommen. Als Drohung, weil er von euren Geschäften wusste. Aber wieso hast du geglaubt, dass er irgendwas gesagt hat? Das war kein Verräter, der hat sich verdammt nochmal an eure Spielregeln gehalten. Also wieso hast du ihn erschossen, ne? Verdammt nochmal, jetzt guck mich an, wenn ich mit dir rede! Hier ist der Murat Sengül. Der Ballermann? Ja, der Ballermann. Dann wären wir ja komplett. Er hat das Rauschgift in der Schule verkauft. Er kennt die Männer angeblich nicht, von denen er es bekommen hat. Und du kennst ihn natürlich auch nicht, ne? Klar. Und Ali? Der wurde erstochen. Ist ein Stich in den Bauch, nicht tief. Wird da vorne gerade verbunden. Ali und Yasser sind Taschengelderpresser. Wieso habt ihr den Jürgen verdroschen? Der wollte uns die Turnschuhe nicht geben. Ach, der wollte euch die Turnschuhe nicht geben? Pass mal auf, mein Lieber. Wenn ich deine Jacke haben will, ne? Dann hau ich dir erstmal eine ins Maul, und zwar richtig. Und wenn ich sie dann habe, dann hau ich dir noch mal eine rein. Dann gibt's nämlich keine Anzeige. Klasse. Hast was, bist du was. Hast nix, bist nix. Die anderen haben doch auch nix. Doch, die haben schon was und sie geben damit an. Wusstest du Jürgen von dem Rauschgift? Jürgen? Nein. Sicher? Ja, der hat keine Ahnung davon. Wo warst denn du, als der Schuss gefallen ist? In der Schule. Wo in der Schule? Draußen. Geh mit ihm die Karteikarten durch. Dann wird sie Schnauze voll. Und halt ihn von den Schülern weg! Aufpassen. Ich bin noch nicht so weit. Sie müssen bitte etwas Geduld haben. Haben wir aber nicht. Ich muss Sie wirklich bitten, draußen zu warten. Es geht hier um Mord. Und um den, der das da gemacht hat. Und? Ist dir inzwischen eingefallen, wer es gewesen ist? Gut. Du bist überfallen worden. Ich gehe mal davon aus, dass der dich überfallen hat, seine Gründe hatte. Sehr gute Gründe, weil er glaubt, dass du der Mörder von Jürgen bist. Was machen Sie denn hier? Stell dir mal vor, ich bin im Nebenjob Bulle. Verdiene ein bisschen Geld dazu. Nein, mit Jürgens Tod habe ich nichts zu tun. Der spinnt doch. Wer spinnt? Joe. Joe? Johannes Schmitz? Du hast ihn erkannt. Er ist unser Feind. Er hilft den deutschen Schülern. Ein Krimineller. Der hängt immer vor der Schule rum. Kriminell seid ihr auch, Freundchen. Mit euch sind wir noch nicht fertig. Diesmal seid ihr mit am Haken. Ach, und an dem Dienstag, wo warst du da? Das habe ich Ihnen schon mal gesagt, auf dem Arbeitsamt. Hör auf zu lügen, ich habe das überprüft. Als Jürgen getötet wurde, da warst du nicht auf dem Arbeitsamt. Also, wo warst du? Also! Vor der Schule. Allein? Nee. Mit wem? Taki, Kalle. Wir haben uns dort getroffen. Aber erst, nachdem der Schuss gefallen ist. Vorher. Ist der Schuss fiel, sind sie dann alle los. Und du? Ich habe Hausverbot, da halte ich mich dran. Bin auf Bewährung. Und da lungerst du einfach so rum vor der Schule? Das sind meine Freunde. Türken gehören nicht dazu, ne? Gibt ja zum Glück noch ein paar Deutsche. Und was macht ihr da so? Bisschen dealen? Rauschgift? Nee. Da lasse ich die Finger von. Aber ab und zu prügelt sich auch gerne mal mit ein paar Türken rum, oder? Worum geht's denn da? Mann, die kommen her, machen sich hier breit und dann belästigen sie noch anständige deutsche Kinder. Verkaufen den Drogen und so. Da kümmere ich mich. Wo warst du heute Abend? Ich war hier. Kannst beweisen. Hast kein Messer in der Hand gehabt. Okay, gut. Beschütze die Kinder, was müssen die dafür tun? Gegen das Türkenpaket mache ich es gratis. Wie sieht die Bewaffnung aus? Für die Jungs reicht das hier. Der Joe, der hat sich den Ali vor diesem Laden geschnappt, wo sich immer die Türken rumdrücken. Wahrscheinlich waren da auch noch andere Kinder dabei. Aber warum? Aus Rache? Wofür? Ja, vielleicht wollte er den Verdacht ja auf die Türken lenken. Hältst du ihn für Jürgens Mörder? Alibi ist mau. Aber was soll denn der für ein Motiv haben? Wir sollten uns Kalle und Taki noch mal vornehmen. Vielleicht bringt uns ja das ein bisschen weiter. Das kannst du doch nicht machen. Die sind doch minderjährig. Kannst du keine Kinder verhören. Hast du etwa eine Ahnung, was in den Taschen von deinen Töchtern ist? So weit kommt's noch, dass ich in den Taschen von meinen Kindern rumwühle.
Sonja, was machst du denn hier? Kann ich mal kurz mit dir reden? Klar. Hey, der spinnt total. Jedes Mal dreht er total durch. Das hey, mal ganz langsam, ja? Väter und Töchter, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Guck mal, du bist jetzt 15 Jahre alt und dein Vater, der macht... Ja, der benimmt sich wie das Letzte, ja? Erstens, er durchwühlt meine Schubladen. Übrigens, ich bin fast 16, ja, nur dass du es weißt. Und drittens kann ich ja wohl den Hackern süß finden, oder? Hackern? Ja, hast du auch was gegen den, oder was? Nein. Hackern, ja. Ja, wie soll ich dir das jetzt erklären? Sag mal, was gibt's eigentlich immer so für Klamotten aus? Was? Ich hab dich gefragt, wie viel Geld du immer für deine Kleidung ausgibst. Ja, vielleicht jobb ich dafür. Glaubst du wohl nicht, dass mir der Geizkragen auch nur ein Pfennig... Max! Freddy. Ja, wer ist das denn? Du weißt nicht, wer das ist? Weißt du, wo ich das gefunden habe? Sag mal, durchsuchst du jetzt die Schubladen von deiner Tochter? Max, sie ist erst 15! Die wird aber 16. Ich weiß gar nicht, warum du dich so beschwerst. Wie alt bist du denn gewesen, als du das erste Mal mit einem Mädchen geschlafen hast? Ich? Fast 20. Gut, ging dann auch gleich richtig los. Sommerferien in Holland, Campingplatz. Du weißt ja, die holländischen Frauen waren in so einem ganz winzigen Zelt, aber volles Programm. Das will ich jetzt gar nicht wissen. Du hast mich doch gerade gefragt, dann lass mich das doch mal erzählen. Ich wollte wissen, wie alt du gewesen bist. Ich wollte ja nicht alle Details wissen. Pass auf, wir quatschen so ein bisschen über Musik. Was hörst du so? Was hör ich so? Hey, Freddy, warte mal. Ich habe den Jungs aus der Schule versprochen, dass ich da mit einer Fußballmannschaft antrete. Fußball? Ja. Weißt du, was ich bis vor 10 Jahren noch im Tor gestanden habe? Du? Ja, bis vor 10 Jahren. Warst du gut? Klasse. Fast jeden Elfmeter gehalten. Hast dich gar nicht bewegt. Ach du Blödmann. Hey, pass auf. Du trommelst die Kollegen zusammen und wir stellen eine Mannschaft auf die Beine. Und dann gehst du nochmal zu den Kollegen vom Diebstahl und fragst, ob da irgendeine Waffe vermisst wird. Ja? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das, Hey, was ist los? Nix. Hast du mir zugehört? Ja, ja. Waffe, Diebstahl, ist klar. Wir müssen miteinander reden. Ich habe ein Foto von dir bei Sonja in der Tasche gefunden. Du schnüffelst dir also tatsächlich hinterher. Dann hat sie also recht, dass du ein lausiger Vater bist. Also, was läuft da zwischen dir und Sonja? Freddy, bist du verrückt? Ich dachte, du wärst schwul. Beruhige dich. Ich stehe nicht auf kleine Mädchen. Was denn jetzt schon wieder? Es geht um ihren Sohn. Hatten Sie in letzter Zeit schon mal Besuch von unseren Kollegen? Wie? Nee. Aber Ihr Sohn ist auch neulich bei einem Einbruch verhaftet worden, oder? Ach so. Ja. Ich habe ihn abgeholt. Sie haben angerufen und ich habe ihn abgeholt. Wo? Bei der Polizei in der Ehrenstraße. Wann war das? Letzten Montag. Montagabend. Einen Tag, bevor die Jürgen erschossen haben, da waren die noch bei der Polizei? Ja, auf dem 7. Revier. Auf dem 7. Revier? Da war ich auch mit Jürgen. Die haben eine Tür aufgebrochen. Ja, den Tag zuvor hat ein Nachbar die Jungs gesehen und gehört, was sie vorhatten. Er hat uns alarmiert und wir haben sie in der Wohnung erwartet. Moment, ein Tobias Bender und ein Karl Reinders. Sie gehen auf die Elisabeth-Ursula-Schule. Das war so 6:30, 7:15. Ja, ja.
als die Beamten Tuki und Kalle hier reingebracht haben. Da hat Jürgen da gesessen. Und die haben den gesehen, die müssen den gesehen haben. Natürlich haben die gedacht, der sitzt hier, um sie zu verpfeifen. Und Jürgen muss von den Einbrüchen gewusst haben. In ihren Augen waren Verräter, weil sie gepackt worden sind. Ist bei so einem Einbruch mal eine Waffe weggekommen? Ja, eine 7,65 mm. Der Verlust ist erst vor kurzem angezeigt worden. Ist dem Besitzer wohl gar nicht aufgefallen, dass sie fehlt. Ist nicht wieder aufgetaucht. Nee, nee. Wir suchen eine 9 mm, Max, die kann es nicht sein. Wenn einer Quatsch, dann ist der Kalle, der hat Schiss. Da fahren wir jetzt hin. Du als Sportlehrer? Das ist mir jetzt scheißegal. Sie hier? Wir müssen mal mit dir reden. Bist du alleine zu Hause? Meine Mutter ist auf der Arbeit. Und dein Papa? Können wir reinkommen? Ziemlich ungeschickt von euch, einfach so eine Tür aufzubrechen. Ihr habt euch das sonst auch ein bisschen schlauer angestellt. Wieso? Wir haben das vorher doch noch nie gemacht. Überleg dir jetzt gut, was du sagst. Geht hier um Mord. War der Jürgen dabei? Weiß nicht. Bei einem der Einbrüche, da ist eine Pistole weggekommen. Das ist wahrscheinlich die Pistole, mit der Jürgen erschossen wurde. Wieso? Ich denke, die Türken. Nee, die haben damit nichts zu tun. Wie kommst du denn da drauf? Weiß nicht. Was ist denn mit eurem Alibi? Nach der Schule warst du doch mit Tuki zusammen. Kannst du das beschwören? Du, das musst du jetzt. Es geht hier um Mord, jetzt geht's vor den Richter. Ihr seid ja durchs Klofenster eingestiegen. Und Jürgen ist klein und schmal, der hat da durchgepasst. Du nicht. Tuki hat immer alles an sich genommen. Ich weiß nichts von einer Pistole. Was ist denn mit dem Alibi? Tuki wollte, dass wir uns getrennt auf die Lauer legen, um Jürgen abzufangen. Wir wollen ihm eine Abreibung verpassen. Ihr wolltet ihm eine Abreibung verpassen? Wie sieht denn sowas aus? Jemanden von Kopf bis Fuß mit Scheiße einschmieren? Oder seinen Kopf in eine Kloschüssel reindrücken, bis er fast ersoffen ist? Und ihm dann noch Zigarettenkippen auf dem Hintern ausdrücken? Ah nee, das hat euch ja nicht gereicht. Ihr habt ihn erschossen. Ihr habt ihn hingerichtet. Ich war das nicht. Also warst du nicht mit Tuki zusammen? Nein. Weißt du, wo Tuki ist? So, komm, jetzt reicht's. Komm, du kommst mit. Und warten Sie. Weil sie dich gezwungen haben, genauso wie sie Jürgen gezwungen haben. Jetzt sag doch bitte was! Weil sie dich gequält haben. Du musst jetzt keine Angst mehr haben. Wir haben den doch.
Hey, was war mit Jürgen? Das war doch dein bester Freund. Als der Jürgen nicht mehr da war, da haben sie einen Ersatz gebraucht. Einen kleinen, schmalen, schmächtigen, der durch ein Toilettenfenster passt. Na? Kannst du mir doch sagen. Gut. Ich rufe jetzt deine Eltern an. Sollen dich abholen. Sie dürfen mich doch gar nicht festhalten. Ja, nee. Du, wer mit 13 schießen kann, den kann man noch einsperren. Danke. Oh, da kommt der Sportlehrer Ballermann. So, mein Lieber, jetzt hör mir mal gut zu. Ihr habt Jürgen bei der Polizei gesehen auf dem 7. Revier, ja? Der war aber nicht wegen euch da, ganz im Gegenteil, der wollte zu euch. Ich hab ihn dahin geschleppt, weil er überfallen wurde. Und ausnahmsweise habt ihr nichts damit zu tun. Aber das kann dir ja egal sein. Du hast ihn da gesehen und für dich ist ein Verräter und auf dem Verrat steht er tot. Ist das so? Quatsch. Quatsch? Natürlich ist das so! Die Pistole stammte aus den Einbrüchen. Du hast sie gehabt? Nein! Mann, ich weiß von gar keiner Pistole. Zu Sülzen. Du nimmst doch die Beute entgegen. Nein! Weißt du, was du bist? Du bist ein scheiß kleiner Mörder. Das bist du! Der Joe! Der nimmt das alles. Also doch. Joe, Johannes Schmitz, für den macht ihr die Einbrüche und er beschützt euch dafür. Hast du denn Joe davon erzählt, dass du Jürgen beim Bullen gesehen hast? Ich hab doch gewusst, dass wir uns noch mal wiedersehen. Schlechte Karten. Verpisst euch! Wovor hast du Angst, hä? Ich hab keine Angst. Du hast dich versteckt. Vor den Türken? Fürchtest du die Rache der Türken? Darum geht's jetzt aber nicht. Hier geht's jetzt um Mord. Mord an Jürgen Schuster. Warum kommt ihr damit zu mir? Weil du die Mordwaffe hast. Wo? Guten Morgen. Warst du gar nicht zu Hause? Wie denn? Wann denn? Der Joe hat alles zugegeben, nur mit dem Mord will er nichts zu tun haben. Mhm. Wo ist denn der Tucki? Tucki? Ich habe bei der Jugendhilfe angerufen. Wieso? Und die haben den abgeholt? Mhm. Der hat geheult wie ein Schlosshund. Ist er ja jetzt wieder zu Hause. Verschlossene Welt. Die lassen niemanden an sich ran. Mich auch nicht. Aber das sind doch Kinder. Da muss es doch einen Weg geben. Wenn ich irgendwie helfen kann oder ich bin da. Ja, ich weiß. Aber wie willst denn du mir helfen? Obwohl. Hm? Lass uns doch mal überlegen. Thank you.
wieder. Hast du wirklich geglaubt, die Polizei könnte dir helfen? Ich find's ein bisschen komisch. Du bist das erste Mal dabei und schon taucht die Polizei auf. Ich glaube, du bist ein Verräter. Ja, genau wie Jürgen. Und Kalle? Bist du bekloppt oder was? Ich bin Scheißverräter wie du. Ich hab Geld. Ich kann was besorgen. Behalt dein Scheißgeld. Aber von nun an hast du die Hölle. Es gibt keinen auf der ganzen Welt, der dich noch beschützen kann. Wo ist denn Danny? Ich weiß es nicht. Sonst ist er immer pünktlich. Tuki, wo ist Danny? Bin ich ein scheiß Hilfsbull oder was? Hört mir mal zu. Ab jetzt bin ich nicht mehr euer Sportlehrer, ja? Tut mir leid. Und was ist mit dem versprochenen Gegner? Ich hab doch gesagt, er redet aus dem Arsch. Wisst ihr, wer das ist? Das ist Gabi Schuster, die Mutter von Jürgen. Wo hat denn Jürgen gesessen? Da. Jürgen war mein einziges Kind. Was hat er euch getan? Was war mit ihm? Was hat euch nicht gepasst an ihm? Warum sagt mir keiner was?
Seid ihr so feige? Gibt's hier niemanden, der Jürgen jetzt wenigstens helfen will? Der war's! Der hat ihn gequält! Solange, bis er sich selbst erschossen hat. Du bist doch bescheuert, blöde Zicke. Hat ihn erpresst und gequält. Ich hab's selbst gesehen. Jetzt quält er Dani. Du hast sie doch nicht mehr alle. Mann, das ist eine scheiß Verräterin. Er hat Dannys Bein an den Auspuff von seinem Mofa gehalten. Ich hab's selbst gesehen. Und auf Jürgen hat er Zigaretten ausgedrückt. Und Kalle, bist du bekloppt? Du weißt das? Du hast ihn so gequält? Du hast mein Kind mir weggenommen, du hast mein Leben zerstört. Ist dir das egal? Ist dir das alles egal? Das ist dir egal, ja? Dann kann es dir ja auch egal sein, wenn ich dich jetzt mitnehme. Komm. Ja, ist eh eine Scheiße hier, Mann! Jürgen hatte mir das F zurückgegeben. Da hat er diesen Spruch reingeschrieben. Den habe ich gelesen und dann habe ich auch schon den Knall gehört. Das größte Ziel ist die Befreiung von der Furcht. Er hatte so schreckliche Angst vor ihnen. Er hat immer öfter so Andeutungen gemacht, dass er es nicht mehr aushält und so. Und dann hat er die Pistole von Dani. Jürgen hat's nicht mehr ausgehalten. Hat sich selber erschossen. Dani war auf der Toilette, als es passiert ist. Er hat die Pistole erkannt. Er hatte Angst. In Verdacht zu geraten. Ja, weil es die Pistole von seinem Vater war. Und dann bist du zu mir gekommen. Wolltest mich davon überzeugen, dass Tuki der Mörder ist. Damit er bestraft wird. Für mich ist er der Mörder. Entschuldigt bitte, den Schüler, den ihr sucht, den hat man gefunden an der Zugbrücke. Beim Fußballtraining. Genau. Ihr werdet nämlich einen richtig starken Gegner bekommen. Welcher Position spielst du denn am liebsten? Torwart. Torwart? Du auch? Ich bin auch Torwart. Tja, mein Junge, da wirst du nicht viel Freude haben. Aber du kannst von mir lernen. Ich zeig dir ein paar Tricks. Komm mit.